alles okay? Oh, mir geht's gut, nur meine Ohren tun weh, weißt du. Ich denke, ich fliege nicht mit nach Budapest, sondern fahre direkt nach Paris. Ich fahre auch nach Paris. Soll ich Sie mitnehmen? Ich kümmere mich um Sie. Das ist wirklich sehr nett von dir, aber ist das okay für dich? Also stellen wir uns vor, wir wüssten nicht, wohin wir fahren oder wer wir sind. Oh weia. Man lernt Frankreich erst richtig kennen, wenn man sich Zeit nimmt. Das ist unglaublich. Den Kopf etwas zur Seite? Ja, genau. Wo bist du? Ich fahre gerade nach Paris mit einem Geschäftsfreund deines Vaters. Voilà. Und wie ist Paris? Ich bin noch gar nicht da. Jacques wollte unterwegs übernachten. Was wollte er? Santé? Vergiss nicht, er ist Franzose. Puis tu te vois, et tu vois, tu vas pas. Sind Sie glücklich? Wir führen eine gute Ehe? Das habe ich nicht gefragt. Sind Sie glücklich? Die Rhone ist nicht weit von hier. Werden wir eigentlich jemals in Paris ankommen? Habt ihr schon die Kathedrale gesehen? Die müsst ihr euch anschauen. Nein, nein, bitte, wir müssen nach Paris. Voilà. Escargot. Wir wollten längst in Paris sein. Paris kann warten. Hier geht es zu der Kathedrale. Wir machen einen kleinen Abstecher. Wer sind Sie? Und was haben Sie mit meiner amerikanischen Freundin gemacht, die es die ganze Zeit so eilig hatte, nach Paris zu kommen? Okay, Jacques. Nun aber geradewegs nach Paris, klar?